Ist der Sonnenuntergang nicht wunderschön? Groovy! Sieht ganz so aus, als wolle Phoebe auf den Jahrmarkt. Weißt du, was das ist? Los, schau mal aus dem Fenster. Das wird dir sicher gefallen. Los, Phoebe, das schaffst du. Oh nein, Phoebe hat nur 4 Entchen geangelt, brauchte aber 5 davon. Naja, keine Sorge, Phoebe, das hast du toll gemacht. Haha, im Ernst? Ich glaube nicht, dass ihr ihn austricksen könnt. Vorsicht, Groovy. Du bist zu klein für diese Attraktion. Da wird dir bestimmt schwindelig. Haha, armer Groovy. Ich hatte dich gewarnt. Hey, Phoebe, wo ist denn das Karussell? Oh, nicht traurig sein, Phoebe. Groovy kann uns sicher helfen. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in ein Karussell, damit Phoebe und die anderen Kinder Spaß haben können? Nein, Groovy, es sieht eher so aus wie diese Eisbude, aber mit Pferden. Nein, Pferde, auf denen die Kinder im Kreis reiten können. Und jetzt, los geht's! Wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig. Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm. Ein Badetuch. Sonnencreme. Schwimmflügel. Sandspielzeug. Ein Gummitier? Prima. Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy, diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Ich glaube, da ruft euch jemand zu.
für ein toller Tag für einen Spaziergang. Phoebe liebt Überraschungseier. Man weiß nie, was in ihnen steckt. Groovy, verwandle dich in etwas Nützliches, um es vom Baum zu holen. Groovy, es muss etwas sein, auf das Phoebe klettern kann. Genau, Groovy, versuch's mit einer Leiter. Ihr drei seid ein tolles Team. Was sich wohl darin versteckt? Nein, Groovy, das ist nicht Brokkoli. Es ist nicht einmal etwas zu essen. Es ist ein Spielzeugbaum. Lasst uns nach Hause gehen und eine leckere Portion Gemüse verdrücken. Ist der Sonnenuntergang nicht wunderschön? Groovy! Sieht ganz so aus, als wolle Phoebe auf den Jahrmarkt. Weißt du, was das ist? Los, schau mal aus dem Fenster. Das wird dir sicher gefallen. Los, Phoebe, das schaffst du. Oh nein, Phoebe hat nur 4 Entchen geangelt, brauchte aber 5 davon. Naja, keine Sorge, Phoebe, das hast du toll gemacht. Haha, im Ernst? Ich glaube nicht, dass ihr ihn austricksen könnt. Vorsicht, Groovy. Du bist zu klein für diese Attraktion. Da wird dir bestimmt schwindelig. Armer Groovy, ich hatte dich gewarnt. Hey, Phoebe, wo ist denn das Karussell? Oh, nicht traurig sein, Phoebe. Groovy kann uns sicher helfen. Groovy, warum verwandelst du dich nicht in ein Karussell, damit Phoebe und die anderen Kinder Spaß haben können? Nein, Groovy, es sieht eher so aus wie diese Eisbude, aber mit Pferden. Nein, Pferde, auf denen die Kinder im Kreis reiten können.
Und jetzt los geht's. Oh, sind sie nicht süß, wenn sie schlafen? Duftet ja etwas so köstlich, dass Groovy kaum widerstehen kann. Nein, Groovy, nicht so schnell. Warte, bis alle am Tisch sitzen. Warum gehst du nicht Phoebe wecken? Keine Reaktion? Vielleicht solltest du etwas zärtlicher probieren. Komm, Phoebe, das Essen wartet. Brokkoli ist sehr gesund. Phoebe, du solltest ihn versuchen. Nein, Groovy, das ist Phoebes Teller. Sie wird ihn bestimmt mögen, wenn sie ihn nur einmal kostet. Nicht wahr, Kinder? Oh je, Phoebe hat einen riesen Hunger. Klar, ihr geht die Kraft aus, weil sie ihr Gemüse nicht aufgegessen hat. Wow, Groovy! Der Brokkoli hat dir Superkräfte verliehen. Keine Sorge, Phoebe. Es gibt für alles eine Lösung. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Denkt daran, Kinder, Gemüse ist gesund und lecker und versorgt euch mit all der Energie, die ihr braucht, um pausenlos zu spielen. Was ist denn, Groovy? Keine Angst, das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht so lange, ja? Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen, aber Groovy findet es nicht so toll. Brokkoli! Mittagessen! Volle Bäuchlein, ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy, großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen! Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. Oha, hier ist die Fangemeinde wohl zwischen Real Madrid und FC Barcelona gespalten. Wenigstens hält sie die Liebe zusammen. Kinder, wo stecken Groovy und Phoebe nur?
Arme Phoebe, das ist bestimmt eine schwere Entscheidung. Kinder, was könnte sie nur tun? Tolle Idee. Verflixt, diese Schere funktioniert nicht so gut. Groovy, magst du ihr nicht helfen? Ist das nicht spannend? Oh nein, Groovy, pass auf! Sie denken, dass du es wirklich bist. Lauf schnell! Oh, wollt ihr etwa an den Strand? Das ist ja großartig! Und was habt ihr dabei? Einen Sonnenschirm. Ein Badetuch. Sonnencreme. Schwimmflügel. Sandspielzeug. Ein Gummitier? Prima! Ihr habt auf jeden Fall alles dabei, was man für einen lustigen Tag am Strand braucht. Brokkoli? Einen Heizkörper? Einen Mantel? Groovy! Diese Sachen brauchst du am Strand doch gar nicht. Warte, Groovy. Zuerst solltest du dich eincremen. Du willst doch keinen Sonnenbrand bekommen, oder? Schau, so wie Phoebe. Das macht bestimmt Spaß. Was ist das denn? Ein Haifisch? Oh, zum Glück nur ein Delfin. Delfine sind sehr freundliche Tiere. Warum spielt er nicht mit ihm? Ich glaube, da ruft euch jemand zu. Was für ein toller Tag für einen Spaziergang. Phoebe liebt Überraschungseier. Man weiß nie, was in ihnen steckt. Groovy, verwandle dich in etwas Nützliches, um es vom Baum zu holen. Thank you.
Groovy. Es muss etwas sein, auf das Phoebe klettern kann. Genau, Groovy. Versuch's mit einer Leiter. Ihr drei seid ein tolles Team. Was sich wohl darin versteckt? Nein, Groovy, das ist nicht Brokkoli. Es ist nicht einmal etwas zu essen. Es ist ein Spielzeugbaum. Lasst uns nach Hause gehen und eine leckere Portion Gemüse verdrücken. Richtiger Ort, um Ball zu spielen. Seid vorsichtig, sonst macht ihr noch etwas kaputt. Warum lasst ihr nicht den Ball und schaut euch das Museum an? Ihr seid doch beide Dinosaurier-Fans. Paps, was ist denn mit dir los? Alles in Ordnung? Kinder, wisst ihr, was los ist? Guter Versuch. Aber ich glaube, jetzt ist sie noch wütender. Versuche mal, sie mit einem Blitz zu blenden. Kinder, was glaubt ihr? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um die Mumie zu erschrecken? Nein, Groovy! In einen Dinosaurier! Und was haben wir heute gelernt, Kinder? Bälle gehören nicht ins Museum.